Sportfreunde, Randformel ist meine vierte Formel von meinen vier Formeln. Hier geht es ums Laufen. Die ganze Formel basiert auf einem 1 Kilometer Anlauftest, den ihr ganz einfach machen könnt. Einfach auf die Bahn gehen, 2,5 Runden voll laufen und dann hier im Bildschirm seht ihr, dass die Zeit hier eintragt. Das ist schon alles. Okay. Nehmen wir an, du läufst 3 Minuten auf 1 Kilometer und bist das hochgerechnet, gibt das in etwa eine Zeit von 35 Minuten, ein bisschen mehr auf 10 Kilometer und dann habe ich das hochgerechnet, ca. einen 5er-Schnitt im Marathon, im Triathlon, was in etwa 3,30 heißen würde. Wie gesagt, das ist eine Annahme jetzt hier oben, die zwei sind Annahmen, die ganze Formel hier, alle diese orangen Felder, das sind 30 verschiedene Lauftrainings, die ich über die letzten 10 Jahre zusammengetragen habe, die ich ausprobiert habe, bis hoch zum Profi und gut funktionieren, ohne dass du jetzt irgendwo eine Leistungsdiagnostik machst, Laktat bestimmst, funktioniert ganz einfach mit einem Feldtest einmal 1 Kilometer laufen. Vorteil ist auch, dass du das immer wieder wiederholen kannst und sagen, okay, jetzt habe ich 8 Wochen trainiert, jetzt machen wir wieder 1 Kilometer Lauf und trägst da die Zeit ein. Du kannst das ganze Excel im Abspann wieder downloaden, gehört dann dir selber, da rumspielen, üben und das ausprobieren. Ich empfehle euch immer, dass ihr mal alle Sets durchläuft, einfach mal um ein Gefühl zu bekommen und dann findest du selber heraus, wo du am meisten strugglest und wo du am meisten Potenzial hast. Okay, lassen wir los. Grundlagentraining geht es hier los. Es ist unterteilt, auch wieder wie in der Bike-Formel. Grundlagentraining, Herz-, Leistung-, Laktattoleranz, Koordinationstraining, VO2-Max-Training, Kraftausdauertraining und Spezialtrainings. Das sind so die Bereiche, die ich einsetze. Ist klar, Grundlagentraining sind längere Geschichten. Muss jetzt nicht unbedingt immer am Anfang von der Saison sein, das kann bis ganz zum Schluss gut so laufen. Ja. Also, wir haben einen Long Slow Run, 90 bis 150 Minuten, läufst du mit 4,54, basieren jetzt das auf 3,30. Wir können ja mal hier 3,30 eingeben, damit das ein bisschen näher rankommt an den Markt. Dann läufst du mit 5,43, 90 bis 150 Minuten. Dabei möchte ich aber, dass du alle 15 Minuten für 60 Sekunden kleine Schritte, für 60 Sekunden sehr große Schritte machst. Ich finde es viel effizienter, wenn der langen Läufen immer wieder dein Trott, dein Steady State unterbrichst mit Übungen, weil sonst kommt der Autopilot hinein und alles, was Autopilot ist, ist für mich ist kein Bewusstsein, da ist keine Präsenz da. Und ohne Präsenz kannst du dich nicht entwickeln, meiner Meinung nach. Beim Long-Medium-Run 75 bis 120, ein bisschen kürzer, 5,13, da ist auch ein bisschen schneller. Oder 15 Minuten, das ist auch crazy, läufst du eigentlich für 2 Minuten beidseitiges Armkreisen nach links und nach vorne. Also hier wird natürlich extrem Core belastet, wenn du läufst und dann noch Arme kreist. Okay? Ist aber sehr gut, weil wenn du noch die Übung gemacht hast, baust du deinen Schritt wieder auf, deinen Atemrhythmus baust du wieder auf. Viele beim Laufen vergessen ihre Atmung, haben vielleicht einen Sieg drin oder denken irgendwas rum. Das ist gut, wenn du den langen Lauf unterbrichst mit zur Übung. Medium Fast Run, 90 bis 60 Minuten. Alle 15 Minuten in Querverbindung, Arme links, rechts. Dann spürst du auch wirklich, wie der Vortrieb verloren geht, wenn du die Arme so rumschmeißen musst. Oder? Sieht ein bisschen crazy aus, aber ist sehr effizient. 4,44 wird hier gelaufen. Dann Short Fast Run. Das ist der erste Lauf im Grundlagentraining, wo ich 1 bis 3 Läufe pro Tag mache. Bei den guten Läufern, die laufen das 3-mal. Ne? Also ein guter Läufer, sagen wir mal hier, der macht 3 Minuten, der geht dann raus und läuft 3 Minuten 50 pro Kilometer, 30 bis 45 Minuten, das 3-mal am Tag. Also das ist dann tough. Oder? Der bringt dann einige Kilometer nach Hause, macht eine Stunde Pause. Das heißt, der ganze Tag geht eigentlich, oder den ganzen Morgen geht eigentlich ins Laufen. Ist sehr effizient, diese Stundenpause, man regeneriert sich schneller, die
die Speicher werden gefüllt und dann musst du wieder raus. Und jedes Mal, wenn du wieder rausgehst und ein Tempo von 3,50 neu aufbaust, bekommt das eine Wirkung. Ein bisschen Back-to-Back-Wirkung, wie wenn ich 3 Tage nacheinander etwas wiederholen mache. Mache ich das beim Laufen innerhalb von einem Tag mit 3 Läufen. Hier machst du noch zusätzlich alle 10 Minuten läufst du extrem 2 Minuten auf dem Vorderfuß. Und dann gehst du wieder zurück auf deinen normalen Stil. So. Dann habe ich noch im Grundlagentraining 70-3 Pace, 12 bis 16 Kilometer flach. Läufst du mit 4 Minuten 0,1 zweimal. Das sind also bis 32 km pro Tag, 24 bis 32 km pro Tag, 2 bis 3 Stunden Pause. Das mache ich, um bewusst den Athleten mal vorzuzeigen, was ihn eigentlich erwartet am Wettkampftag. Dann Marathon-Pace, 14 bis 18, auch flach, wir nehmen hier den See, das ist gut, der Fluss. 4,17er-Pace, das ist ziemlich tough. 2 Repetitions, 2 bis 3 Stunden. Für mich wichtig ist hier diese 2 Sätze. Durch diese vielen Intervalltrainings, die wir machen, vergessen wir manchmal so den Vorteil von längeren, gepaceten Dauerlauf. Das bringt sehr viel. Das macht dich sehr resistent. Das relativiert das Schmerzempfinden und bereitet dich sehr wohl vor auf den Wettkampf. Etwas, was du beim Intervalltraining nicht so hast, du gehst zwar schneller, aber hast auch immer wieder Pausen dazwischen. Und diese 3 unteren Läufe hier, die kommen sehr gut an. Muss man aber richtig einsetzen im Coaching, sonst wird es hinten raus dann mit der Verletzungsgefahr und Übertraining ein bisschen eng. Gut, dann haben wir Herzleistung, Laktattoleranz. Wie gesagt, das ist jetzt alles bezogen auf einen Athleten, der 3 Minuten hat pro 1 Kilometer, also ca. 35 Minuten läuft auf 10 Kilometer. Komm, wir passen das wieder an. Machen wir hier 3,30. So, okay. Also hier geht es zum Herzleistung. Das Herz muss arbeiten, es entsteht Laktat, wie der Name sagt, das wollen wir abbauen. Wir wollen den Körper lernen, Laktat in Energie zu wandeln. Laktat-Push 4000 Meter in 4,17 pro Kilometer. 3 Minuten Pause. Dann 2 bis 5 mal 300 Meter in 1,07 die 300 Meter. 1 Minute Pause. Dann 2000 Meter zum Abschluss in 8,14. That's it. Laktat-Pull. Wieder 4 Minuten, 4 Kilometer rein in 4,35, dann 5 bis 15 mal 80 Meter in 15 Sekunden, hinten raus 2 Kilometer in 7,54. Wichtig ist, dass du nach den 15 Sekunden noch Maximum Liegestütze machst, oder zumindest 4 Liegestützen machst. Dann locker traben, das ist ganz wichtig. Das heißt, du machst also nach dem ersten 4 Kilometer machst du im Übergang zu der zweiten Distanz Maximum Liegestützen, dann beginnst du die Sprints, 5 bis 15 oder 80 Meter, machst nach den 80 Metern immer noch 4 Liegestützen, 60 locker traben, dann gehst du wieder. Wieso machen wir das? Das machen wir, um das Gefühl, was du hast nach dem Schwimmen, wenn du so mit sauren Armen aus dem Wasser kommst, dass wir dir das, diese Steifigkeit, dieses, sag ich mal so, dieser Druck, den du hast hier, stimulieren wir das und versuchen dir trotzdem einen lockeren, geschmeidigen, effizienten Laufstil beizubringen mit diesen Liegestützen. Dann haben wir den Stamina Race. Das ist ein ziemlich tougher Set, 1000 Meter all out, was du kannst, voll ansäuern, 5 Minuten Pause, dann 4 Kilometer in 18,07, das ist auch noch ziemlich zügig. Hier geht es noch gut und dann hinten raus 2 bis 4 mal voll schmettern 400 Meter in 1,22 mit 3 Minuten Pause. Hier musst du gut achten, dass du wirklich die letzten
zweimal 400 noch richtig reingehst. Ne? Das ist ja ein sehr guter, für die Leichtathleten gut ist. Das ist also eine super Sache. Ein Endurance Race. Zuerst sprinten, 6x 200 in 42 Sekunden. Das ist eigentlich relativ machbar. 5 Minuten Pause, dann 2000 Meter Lauf in 8,40 und dann 3 Kilometer Lauf in 13,26 mit 2 Minuten Pause. So, dann haben wir Race Training 1 und 2. Hier wird es jetzt richtig profimäßig. 4 Kilometer in 4,23 und dann 5 bis 10 mal 200 in 42 und dann nochmal 4 Kilometer in 4,23. Und hier möchte ich vor allem den Puls sehen beim zweiten 4 Kilometer. Wie groß ist der Unterschied mit diesen Sprints dazwischen? Desto näher du rankommst, desto besser. Also wenn du jetzt hier mit 160 Puls läufst in den ersten 4 Kilometer, dann die Sprints machst und dann die zweiten 4000 Meter irgendwo mit 175 Puls läufst, dann sag mir das, okay, du verträgst diese Sprints noch gar nicht. Das Laktat ist für dich noch ein großer, sag ich mal, Hinderungsgrund, dass du schneller werden kannst. Das heißt, dieser Set muss richtig geübt werden. Achtung, nach dem 10. Wiederholung, beim 200 oder nach der 5. was auch immer du als letzte Wiederholung nimmst, sofort in den 4 Kilometer Lauf hineingehen. Keine Pause. Okay? Also die 20 sind innerhalb von den 200 Meter. Wir haben keine Pause nach den 4 Kilometer. Wir haben keine Pause nach den 200. Das ist ein Set durch. Die einzige Pause, die du hast, ist in den 200. Und das auch nur 20. Deswegen ist die Zahl hier mit 42, sage ich jetzt mal, machbar. Aber wenn du nur 20 Sekunden Pause hast, geht dir also sicherlich der Schnauf dann aus. Achte dann auf den zweiten 4 Kilometer Pulsunterschied zu den ersten. Dann haben wir hier ähnliches Prinzip, einfach noch ein bisschen anders strukturiert, 5 Kilometer zuerst, 4,35, ein bisschen längere Vorbelastung, dann 5 bis 10 mal 400, das ist die doppelte Distanz, gefühlt ist es dreimal so lang wie ein 200er, in 1,34, du hast und dann hinten raus einen 2000 Meter Lauf. So, hier machen wir auch 20 Sekunden Pause. Druckfehler hier. 20 Sekunden Pause nach 400 Sprint. Das sind diese Herz-Leistung-Laktat-Toleranzen. Ich finde die ziemlich kreativ, die machen Spaß. Die sind, es sind immer drei Distanzen, die ineinander hineinpassen und zusammen gibt es dann ein ganzes Training. Dann Koordination, Techniktraining. Das setze ich vor allem im Winter ein, wenn die Athleten so ein bisschen eingerostet sind. Hier sind, wie habe ich seht ihr genau die Beschreibungen oben beschrieben. Also das sind verschiedene Sets, kleine, kreative Sets. Koordination Technik 1, 40 Sekunden Fresh Run. Das habe ich jetzt oben hier genau beschrieben. Da können wir hier das nachlesen, was das genau ist. Dann seht ihr das, das geht immer über 25 Meter und dann machst du für 30 Sekunden Pause. Damit das alles sauber läuft. Also das sind Froschsprünge und dann ganz kleine Schritte. 40 Sekunden und 60 Sekunden lang. 4 bis 6 Wiederholung. Dann machst du Technik 2, 40 und 20 Sekunden vor der Fußrun. Das können wir schnell hier nachschauen. Und das ist Fersenlauf. Dann haben wir hier Zehen, Knie, Linien, Sprung vor. Vorfußlauf mit gestrecktem Knie, die Kraft kommt aus den Fußgelenken, setze die Arme aktiv ein und achte auf einen kurzen und explosiven Bodenkontakt. Explode Run ist dann, dass du dich an eine Wand stemmst bei der 400 Meter Bahn und so eigentlich mit dem Knie so gegen die Wand läufst. Also du hältst dich fest an der Wand und ziehst dann die Knie hoch und läufst im Stehen, drückst du gegen die Wand und machst hier deine Bewegung. Dann haben wir Herzleistung noch da, Toleranz 1, 40, 20, das ist Knie-Run, Sprung-Run. Der Knie ist der Sprunglauf mit hohem Kniehub, hebe die Oberschenkel bis zur Waagerechte, neige den Körper leicht nach vorne. Das ist so
Das machst du so für 40 Sekunden. Ne? Dann den Sprungrang ist eigentlich Sprunglauf mit hohem Kniehub, springen mit bewusst hohem Knie. Oberkörper bleibt leicht nach vorne, beugen, kräftiger Abdruck über den Fuß, Vorfuß. Ne? So. Dann haben wir noch den Koordination Technik Motorik 2, das ist Rückrand, da läufst du mehr oder weniger rückwärts, ziehst wirklich deine Ferse eigentlich an, variierst die Schrittlänge von kurz zu lang. Und dann Fersenrun, das ist dann noch der letzte Run, wo du dann nur auf dem Fersen eigentlich läufst. So, das ist ein bisschen spielerisch das Ganze. Ihr merkt auch, ich mache das jetzt nicht allzu viel. Habe ich jetzt mal eingefügt für Beginnerläufer, die sich jetzt beim Laufen noch finden müssen. Das heißt, die kennen eigentlich ihre optimale Schrittfrequenz noch nicht. Sie haben vielleicht auf Koordination ein bisschen Probleme, suchen einen neuen Laufschuh. Alles ist noch neu. Laufen vielleicht ein halbes Jahr so. Und über diese, sage ich mal, Technik-Koordinationsübungen kommen sie zu ihrem natürlichen Laufstil. Im Coaching setze ich das eher selten ein, deswegen habe ich hier ein bisschen Probleme gehabt. Okay, jetzt geht es weiter mit VO2 Max Training. Ganz wichtig, wie bei der Bikeform. Hier geht es um Sauerstoffaufnahme. Maximum Belastung, 200 Meter, aber richtig. Aber richtig. Lange Pause, 30 Sekunden, 8 Repetitionen. Dann hier der Klassiker, VO2 Max 2, 4 Minuten am Berg, an einer 8%igen Steigung. Das ist jetzt geschätzt, das Tempo, das ist ein bisschen schwierig. Hier arbeite ich weniger mit Tempo, muss ich sagen. Hier sage ich einfach Puls all out hoch. Das sind dann 4 Wiederholungen mal 4 Minuten an einem Berg. Ganz locker runtertragen, dann kann man auch hier 6 Minuten einfügen. Das ist eigentlich zu wenig lang, 4 Minuten. So. Und hier die Pausen sind eigentlich auch falsch. Hier machst du um die 20 Sekunden Pause nach den 200 Meter, damit das gut stimmt. Du musst dich gut erholen, damit du wieder voll belasten kannst. Gut, dann haben wir Kraftausdauertraining, das jetzt halt so bezeichne ich das Ganze, das sind Intervalle 2000 Meter, 3000 Meter, 300 Meter, 1000 Meter und 80 Meter, die ich verschieden aufgebaut habe. Hier kommt Steigung und Gefälle ins Spiel. Ja, das heißt, Kraftausdauer 2000 Meter mache ich flach auf einer 400 Meter Bahn, 419, 3 bis 6 Wiederholungen und ich reduziere die Pausen, 60, 50, 40. Also wenn du jetzt 6 Wiederholungen machst, dann hast du dann hinter den 40, dann hast du 5 Wiederholungen, dann machst du hier, machst du dann 30 und dann machst du dann hier am Schluss noch 20. Das heißt, es wird dann richtig eng. Das sind 5 Pausen bei 6 Wiederholungen. Gut, dann machen wir 3 Kilometer, ist noch 1 Kilometer länger. Gefühlt ist das sicherlich ja, mehr als 30% länger in 4,27, 3 bis 5 Wiederholungen, auch wieder abnehmende Pausen. Ne? 3 bis 5 Mal. Das 5 Mal machst, ist dann die vierte Pause nach 30 Sekunden. So. Okay. Dann haben wir Kraftausdauer 3. Das sind 300 Meter. Und hier geht es jetzt in die Steigung rein. Du läufst 300 Meter bei 10% richtig rein. Ne? 8 bis 16 Mal mit 60 Pausen. Das ist tough. Also für die Waden, die lassen da grüßen. Dann machen wir Kraftausdauer 4, mache ich mit vielen, eher mit Frauen, die noch ein bisschen ein Problem haben, so in einen natürlichen Flow hineinzukommen. Die suchen sich eine Straße aus mit 2% Gefälle, also was ganz leicht runter geht, das sind ca. 50 Meter auf einen Kilometer und da lassen sie dann laufen. Ein bisschen ein höheres Tempo, als sie sich gewohnt sind und trotzdem nicht zu hoch. Das wäre jetzt bei diesem Athleten in 3,55, 4 bis 12 Wiederholungen. Du drehst unten rum und läufst in 6 Minuten wieder an die Ausgangsstelle zurück. Du brauchst die 6 Minuten, dann bist du wieder parat. Weil ich kenne jetzt keinen Ort, wo du 4 bis 12 Kilometer schön 2%iges Gefälle hast. Das gibt es jetzt auch in der Schweiz eigentlich nicht. Ne? Deswegen 6 Minuten Pause, dann wieder volllaufen. Dann intensive Kraftausdauer 5, das sind dann
auch wieder bei 10% Steigung, 80 Meter richtig rein. Aber richtig. 10 bis 20 Wiederholungen und hier nur 20 Sekunden Pause bitte. Das ist tough. Das musst du an einem Ort machen, wo du, sage ich jetzt mal, 1,5 Kilometer, wo es berghoch geht, mindestens einen Kilometer, dass du in den 20 Sekunden kannst du gerade umdrehen, eigentlich nach den 80 Meter, vielleicht so 10, 15 Meter zurück und dann geht es wieder 80 Meter hoch. Das sind harte Sätze, das ist wirklich für Athleten, die den letzten Kick suchen, die Kraftausdauer trainieren. Gut. Und dann noch am Schluss dieses Spätztraining, das hat sich auch über die Jahre ergeben. Das ist das, auf das eine ist es ein Atemmangeltraining, das habe ich auch ein Video draußen mit einer Baumaske vom Baumarkt. Läufst du 400 Meter, läufst also 400 Meter ganz normal in 1,31 durch und dann hältst du dir für 60 Sekunden diese Baumaske auf das Gesicht, sodass wenn sie dich beobachten auf der Bahn, denken sie, was ist das für einer? So reduzierst du den Sauerstoff, das Kohlenmonoxid steigt in der Maske an und das heißt, du bekommst nicht genügend Sauerstoff, hast ein bisschen Hypoxie-Feeling, die Lunge muss richtig atmen und so gehst du wieder. Das ist auch ein sehr guter Set für Schwimmer, vor allem Schwimmerinnen, die Probleme haben beim Schwimmstart und so Panik bekommen. So kann man über diese Atemnot, das ist ja ein bisschen ein Atemnottraining, kannst du eigentlich auch deine Blockade gut lösen, wenn es darum geht, im Triathlon, im Schwimmstart besser zu starten. Dann Race Pace 400, das ist ein Set, den ich am Anfang der Saison gerne einsetze. Das ist, auf einer 400 Meter Bahn läufst du 20 bis 30 Wiederholungen, das sind sehr viel. Du läufst die zügig, so dass du 30 Sekunden wieder parat bist. Das ist ein Set, wo man so Race Pace sehr gut abdecken kann, markieren kann, ohne dass man zu lange in dieser Geschwindigkeit läuft und sich dann kaputt läuft. Immer wieder rein, sauber laufen, ankommen, stehen bleiben, 30 Sekunden Kurve machen und gerade wieder weiter. Leg Opener mache ich gerne am Anfang der Saison, ist 80 Meter Sprinten auf einer 400 Meter Bahn in diesem Tempo, 30 bis 60 Wiederholungen, außenrum ganz locker. Immer die gerade 80 Meter Sprint, außenrum locker, 80 Meter Sprint, außenrum locker. Ist wie ein Mandal, kannst du gut für 20 Minuten machen, locker laufen, bekommst einen guten Rhythmus rein. Hier merkst du, wenn du die Sprints eines Tages wirklich sauber abdeckst, das heißt, du hast ein gutes Tempo. Bei mir war das irgendwo 2 Minuten 50 so. Ohne dass der Puls zu hoch schnellt und ausfährt und du die Pulskurve über diese Sprints nicht so ansteigt, sondern sie bleibt dann irgendwo stabil, dann weiß ich, der Athlet hat das Tempo eigentlich abgedeckt, er ist parat und dann sind eigentlich Leg Opener, wie der Name sagt, die Beine offen und ich kann weitergehen. Also du bist dann ready für mehr Geschwindigkeit. Passt gut so ein Set, so ein Leg Opener vor dem Tag, wo du den langen Lauf machst. Dass du ein bisschen, es gibt auch ein bisschen Muskelkater rein und dann mit diesen bisschen zerschlagenen Muskeln dann in den langen Lauf hineingehen. Leg Opener ist immer, wenn du es nicht kennst, wirst du immer am nächsten Tag oder am nächsten zwei, drei Tage Muskelkater haben. Das ist ganz normal. Kein Triathlet sprintet so in der Gegend rum. Das kennt man eigentlich sehr, sehr. Ist aber sehr wirkbar. 5x8 mache ich auch auf der Bahn. Du läufst 8 Minuten. Die Vorgabe ist hier die 8 Minuten und du schaust dann genau, wie weit du kommst. Klar, das sollte in etwa gleich sein. Hier wäre das Tempo 4 Minuten 15, 4 bis 6 Wiederholungen, 2 Minuten Pause. Achte einfach, wenn du nach 8 Minuten läufst, also die Vorgabe nach 9. Zeit machst und nicht nach einer Distanz, wie viel Distanz das du machst, wie genau dass du da laufen kannst. Das ist auch noch ein guter Set, dass man so merkt, okay, jetzt habe ich langsam Form, weil ich das Tempo, die Distanz sehr gut abschätzen kann. Dann diese 40-20 Minuten, das ist ein ziemlich taffer Test, das ist vor allem die, wenn es dann nicht um Wettkampf geht. Die ersten machen das alles auf der Bahn, das ist für mich einfach absolut machbar. Für mich klares Umfeld.
du läufst auf der 400 Meter Bahn 40 Minuten wirklich sehr locker, absolut locker. Und ab der 40. Minute gehst du eigentlich all out, was du an diesem Tag handeln kannst, raus und läufst so schnell es geht, so lange es geht. Und das sollten dann im Maximum 20 Minuten sein. Das wäre hier die Angabe in 3,54 pro Kilometer. Das ist ein guter Set, um hier so ein bisschen diese Endgeschwindigkeit beizubringen und dich mental vorzubereiten für den Wettkampf. Hier auch der Fatspot-Test, da habe ich auch ein Video draußen auf YouTube. Das ist eigentlich ein, sag ich mal, ein Feldtest, wo du zwischen 3 und 10.000 Meter läufst du 4-mal durch. Und der Puls ist dabei fest vorgegeben und du läufst die Distanz regelmäßig ab. Also hier wäre es jetzt 4,41, läufst du, je nachdem wie weit du das machen willst, sagen wir mal 5 Kilometer mit 4,41 und notierst dir dann den Puls. Dann machst du 2 Minuten Pause, läufst wieder 5 Kilometer mit 4,41, machst wieder 2 Minuten Pause. Dann läufst du wieder 5 Kilometer, machst in diesem Tempo mit 2 Minuten Pause und dann nochmal. Und dann vergleichst du eigentlich, was der Puls hinten raus macht im Vergleich zum ersten Intervall. Das kannst du dann steigern bis 4x10. Das wäre dann ein Marathon bei den Profis. Und wenn der Pulsausschlag sich hintenrum einpendelt oder nicht mehr ausschert, dann weißt du eigentlich, dass du dieses Tempo gut abdeckst und so eigentlich eine gute Form hast. Sicherlich mal ein Wert, das auszuprobieren. Dann haben wir hier noch Koordinationstraining, wie ich das vorhin schon beschrieben habe. Das ist hier unten alles genau beschrieben auf der Form, was ihr da machen könnt. Mit Rücken, Zehen und Sprung, Fersen, Knie, Linien und Side-Run. Das sind so die besten Sets, die ich gefunden habe für Koordinationstraining für die Läufer auf der Bahn. Aber das ist jetzt nicht meine Stärke, weil ich selber das Profi eigentlich auch nie gemacht habe. Und habe es aber trotzdem auf der Form beigeführt. So, also das ist jetzt die Run-Formel. Das sind 30 verschiedene Sets. Bitte probiert die mal aus, gebt mir Feedback, wie das läuft. Gerne auch Verbesserungsvorschläge, die ist sicherlich nicht zu 100% fertig. Ich denke, da gibt es noch Ausbaumöglichkeiten. Freut mich, wenn ich was von euch höre. Merci.